So, trotz fortgeschrittener Zeit würde ich sagen, damit wir den Kollegen nicht vergessen, fahren wir jetzt nochmal zu dem Airdrop, mal gucken, was da so drin ist. Vielleicht gibt es einen Nachschub an Steinen. Dann wäre auch das wieder drin. Ah, ich habe schon wieder Wochenende. Das ist also im Moment, ich verstehe fast selbst nicht, warum ich im Moment mit meiner Bearbeitung nicht so hinterherkomme, weil ich so viel Zeit habe. Ich habe, muss mal überlegen, jetzt ist Freitag, wir haben heute Inventur gehabt. Die ging wahnsinnig schnell rum, ich war so gut vorbereitet, leck mich am Arsch, war ich gut. Ist eigentlich Berli noch hier, der die ganze Zeit im Berg stand? Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, oder? Doch, Berli ist immer noch hier. Ja, ich mach dich bald zum Haustier, mein Freund. Du bist ja so ein treues Berli. Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt Big Mama. Ist das eigentlich ein Händler immer, oder? Das ist ein Ford. Ich muss mir gleich mal angucken. Darf ich mal kurz über dich drüber fahren? Da ist auch noch mal ein Bär. Hauptsache, der Bär. Nicht Bock. Das war daneben, das ist schade. So, das ist der Kollege, den ich angefahren habe. Der ist natürlich ein bisschen stinkig. Das ist klar. Halt natürlich wieder so richtig nicht belohnend. Ah! Ich häng mit der Maus fest. Oh! Drecksgeil, er stirbt jetzt halt einfach. Ups, Ich hab die Maus in der richtigen Hand. Ich geb's zu, ich hab's geschäppt. Der Bär kommt näher. Ach Gottchen, ich hab echt schon besser geschossen. So, jetzt fahren wir wieder heim. Also da vorne wollte ich noch mal gucken, ob das ist tatsächlich ein Trader. Ah, ist ja krass. Hab
Aber hier ein Trailer ist halt auch unangenehm. Hallo Berli. Hat er das die ganze Zeit gerade in dieser düsteren Gegend so Abend-Nacht-Feeling gehabt und jetzt kommt sie hier wieder in die Waldlandschaft zurück und dann scheint die Sonne wieder. Das gibt mir gerade so richtig so dieses Sommergefühl irgendwie, dieses gerade auch entsprechend der Uhrzeit. Okay, hierzulande scheint um diese Uhrzeit niemals noch die Sonne, das ist klar, aber trotzdem, dieses nach 8 Uhr scheint noch die Sonne und es ist warm draußen und es ist vielleicht irgendwo. Ey, meine neue Wohnung muss definitiv sowas von Balkon haben und am besten Balkon in eine gute Richtung. Ich will da entweder wirklich morgens mal gemütlich sitzen und vielleicht morgens zum Frühstück mal nicht. Ich meine, klar, im Moment ist es bei mir so, ich mache morgens zum Frühstück meine Videobearbeitung. Was soll ich auch sonst machen? Diese Bude ist so klein, dass ich irgendwo jetzt hier an den Tisch sitzen und da gescheit frühstücken, das macht keinen Spaß. Aber wenn ich einen Balkon hätte, mit Morgensonne, da dann gemütlich meinen Morgentee trinken, richtig, richtig entspannt, stressfrei, wie mega wäre das? Und wenn der Balkon in die andere Richtung geht, wäre es auch schön. Da abends einfach mal auch zu sitzen, auch gerne mal dann einen Besuch haben mit Freunden. Das ist ja auch so ein Punkt, ich will ja auch eine neue Wohnung haben, dass ich auch irgendwie mal mit ruhigem Gewissen Besuch empfangen kann und nicht wie das im Moment ist, immer irgendwie so das Gefühl haben zu müssen, nee, das kannst du hier niemandem antun, ich kann hier keine Gäste empfangen, ist kacke. So. Dann halt einfach da auch irgendwie auf dem Balkon sitzen können und Stahlwürfel. Ich hab halt echt Stahlwürfel hier gefunden, verstehst du? Mega, mega kann ich für die Verteidigungsanlage auch komplett gebrauchen einfach. Also wirklich. Wirklich ohne Mist. Den können wir hier übrigens mal rausholen. Sehe ich gerade. Ah, und da habe ich schon richtig Bock drauf. Auch wieder dieses sommerliche abends draußen sitzen mit einem Glas Wein. So richtig, so gemütlich. Also ich und mein Wein, wir sind ja sowieso nur sehr, sehr schwer zu trennen. Blablabla. Aber wenn halt das Ambiente stimmt, verstehst du? Das ist halt genial. So, Freunde, wir haben ein Problem. Weil ich nämlich jetzt aktuell nicht wirklich irgendwas zu tun habe. Und jetzt ist Nacht. Da hinten weiterbauen ist jetzt aktuell gerade, ist einfach nicht so. Ich könnte natürlich jetzt mal gucken, ob ich irgendwo Holz hacken möchte. Das wäre mal eine Möglichkeit. Ich habe hier meine Bäume stehen, die würde ich auch gerne stehen lassen. Ich habe hier ein bisschen was gepflanzt, die können wir natürlich gerne weghauen. Weil wir halt auch wieder Holz brauchen, so ein bisschen. So. Jeder Baum, der gefällt wird, wird natürlich sofort auch wieder nachgepflanzt. Mir soll hier keiner was nachsagen. Ich wäre hier irgendwie so. Ich bin kein Umweltproblem. Nee, nee. Ey, Thema Baum, die deutschen Wälder, mal ohne Mist. Das ist eine Katastrophe. Haben wir uns schon mal über die deutschen Wälder unterhalten? Das ist fürchterlich.
klar, es wurden zu Kriegszeiten massenweise Fichten, Kiefernwälder angelegt, weil das Zeug schnell wächst und weil man schnell Baumaterial haben wollte. Das hat sich natürlich dann in der Zwischenzeit ergeben, dass das eigentlich so in der Form keinen Sinn mehr ergibt. Ja, aber so, es ist jetzt nun mal so, ne, muss man auch mal sagen, die ist halt jetzt nun mal so. Aber die gehen jetzt natürlich in einer Tour alle rum. Kaputt. Das reicht, ich will es nicht mal haben, das ist scheiße. Die gehen natürlich jetzt reihenweise kaputt, weil das Klima mittlerweile viel zu warm ist für diese Nadelbäume. Der Borkenkäfer freut sich auch gar sehr darüber. Der fühlt sich wohl. Das gefällt aber halt den Bäumen nicht. Oh, geht mir gerade die Nase. Es ist halt natürlich das Problem, ja, jetzt muss da halt eigentlich mal was gemacht werden. Also eigentlich müsste der Staat reagieren und massiv aufforsten. Und zwar sinnvoll aufforsten. Also es gibt viele Gebiete, wo wirklich versucht wird, den Wäldern selbst die Chance zu geben, sich zu regenerieren. Das heißt, da wird halt einfach mal der komplett freie Wildwuchs zugelassen, wenn man so will. Was ja an sich eigentlich schon mal eine ganz sinnvolle Sache ist. Aber in vielen Bereichen bin ich der Meinung, sollte man mal massivst nachhelfen. Nur nicht wieder so dieses... Ich habe das im Harz gesehen, das war eine Katastrophe. Diese ganzen, die kahlen Berge mit diesen gleich aussehenden Baumstümpfen, die da überall standen, und zwar in einer dermaßen akkuraten Anordnung, richtig gesehen hast. Das ist alles so dermaßen manuell aufgeforstet worden vor ein paar Jahren. Richtig hässlich. Ja, und das ist nicht der Weg. Also man muss wirklich wieder aussehen, Mischwälder aussehen und halt wirklich mal alles, einfach im Zweifelsfall haben, wirklich mal alles da auf die freie Fläche hauen und dann aber gucken, was sich da wie durchsetzt. So gar nicht wirklich baumschulmäßig da die Setzlinge reinballern in perfekt berechnetem Abstand, sondern einfach mal eigentlich so komplette, so die Hänge vielleicht umflügen und massenweise einfach Baumsamen irgendwie da in die Gegend schmeißen. Und einfach mal gucken, was wächst, was sich durchsetzt. Einfach die Natur mal machen lassen. Die kann das an sich schon ganz gut. Eigentlich. Ich will jetzt diesen Hund umbringen, der hier immer wohnt. Der wohnt auch immer in diesem Zimmer. Der wohnt auch immer in diesem Zimmer. Jetzt nicht mehr. Oh, mir kratzt echt der Hals, das Arme. Der braucht noch ein bisschen.
Oi, oi, oi. Boah, da ist kein Hund drin in dem Zimmer. Ich sammle den Scheiß nicht mal ein, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Soll ich da die jeweiligen Waffen, Werkzeuge draus bauen, um sie dann beim Händler zu verkaufen? Das könnte man machen, aber das ist ja mittlerweile halt auch einfach nicht mehr notwendig. Ich brauche selbst das Geld nicht mehr. Upsa. Aber das kommt mir ganz recht, denn die XP brauche ich auf jeden Fall. Weiß noch nicht für was, aber ich nehme sie gerne mit. Gerne nehme ich die mit. Ja, ja, er zieht und er trifft. Randalieren Sie mal hier nicht in meine Bude rum, junger Mann. Was soll denn das? Gehen Sie mal weg von meinem Parkplatz. Parkplatz könnte man auch irgendwann mal betonieren. So. Betonmischer. Ich habe mir gesagt, irgendwann. Ich habe extra da unten hatte ich mal eine Ecke freigelassen für einen Betonmischer. So habe ich gesagt, kommt hier hin, oder? Hab nie einen gemacht. Kann ich das überhaupt? Beton? Oh. Betonformen. Ach, der heißt nicht Betonmischer, der heißt Zementmischer. Könntest du machen hier? Motor 25 Eisen, 10 Mechanical für Schraube. Guck mal hier. Motor 25 Eisen. Den Mechanical und vier Federn. Easy, Alla. Machen wir das doch mal. Oh, ich hab. Ach ja, ich hab ja den Skill mit dem Honig aus Bäumen rauskriegen. Ich hab ja Bäume gefällt und hab da 3 Honig rausbekommen. Ist ja mega. Zack, eingelagert. So, und wie weit ich irgendwas betonieren möchte oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist Tag 46. Ich geh jetzt mal wohin. Was soll schon schief gehen, oder? Zu den Händlern können wir im Moment noch nicht. Dafür ist es noch zu früh, aber wir können da hinten getrost das Haus wieder looten. Dann können wir auch gerne, weil wir jetzt so dermaßen früh sind, hier wirklich Tag 51 eintragen. Für gewöhnlich mache ich sowas ja nicht vor Sonnenaufgang, aber heute ist es mir mal richtig egal. Das war leider daneben. Das war unverständlicherweise daneben. So. Er hat gesessen.
Durchaus acceptable.